man wenigstens merken würde, dass der Widerstand der Cat irgendwie kleiner wird, ne? Aber ist ja nicht so. Überall landen weiter Schiffe. Oh, schön, ich bin an einem schon vorbeigefahren. Da war der Meteorit. Was ist das? Ach, jetzt auf einmal. Die Leute aus Dar Hellast waren Verbündete. Sie haben uns Unterkunft gegeben und uns geholfen, ohne dafür eine Belohnung zu erwarten. Acht brave Familien haben uns willkommen geheißen, ihresgleichen. Und jetzt werden wir ihren Tod rächen, als wären sie unser Fleisch und Blut gewesen. Die Cat haben entdeckt, was Dar Hellast für den Widerstand gegen getan hat. Sie haben alle hingerichtet. Wir haben Mütter gefunden, die auf ihren Kindern lagen. Ehemänner und Frauen, die direkt neben ihren alten Eltern getötet wurden. Diese Bilder werden uns alle für immer verfolgen. Wir werden den Cat diesen Schmerz tausendfach vergelten. Unsere Zelle wird Rache an diesen Schlechtern nehmen und so viele Leichen aus dem Eis zurücklassen, dass man sie aus dem Orbit erkennen kann. Der Widerstand lässt sich nicht negieren. Grei de Vorisk. Es gibt hier ein aktives angaranisches Datengerät. Das sollten wir uns mal ansehen. Ja, das habe ich mir gerade angesehen. Muss ich mir das jetzt echt nochmal ansehen? Jetzt? Hat er das? Oder habe ich wieder einen Bug gefunden? Muss ich nochmal neu laden und nochmal kommen? Wenn ich gerade hier in der Nähe bin, ne? Habe ich hier einen Erinnerungsauslöser. Zu dem würde ich gern. Ist das der da? Ja. Kurzer Nachlader. Warum hat der Nomad eigentlich keine Bewaffnung? Klar, man kann jetzt sagen, wir sind auf einer Erkundungsmission, aber ich bin auch bis an bis über beide Zähne bewaffnet, wie blöd. Alter, da oben war ich. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Alter, hier war ich schon. Noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Schnellreise, komm, was soll das? Ja. Yeah.
Kennt ihr das eigentlich, wenn man einfach nicht aufhören kann? Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Ja, ihr mit eurem... Naja, Kampftraining würde ich es jetzt nicht nennen. Hui. Was sie in Jani Ik gefunden haben, war ganz erstaunlich, Pathfinder. Yep. Wir werden die Stadt freilegen und erhalten unsere verlorene Vergangenheit zurück. Die aktuellen Siege über die Cat haben uns viele Möglichkeiten eröffnet. Wiederaufbau, sogar Expansion. Wenn Sie wollen, gibt es dabei auch Platz für Ihr Volk. Ich möchte Sie hiermit ganz förmlich als Stadtwalterin von Techix willkommen heißen. Geht doch. Ich weiß Ihre Großzügigkeit zu schätzen. Ich denke nur praktisch. Viele sind der Ansicht, dass unsere Völker gemeinsam stärker sind als einzeln. Wurde auch Zeit. Erfolg mit Reliktgewölben. Auch Volt gibt es auch eins. War mir so klar. Ich schlage vor, Sie untersuchen es, bevor Sie Pläne für einen permanenten Außenposten hier schmieden. Erzählen Sie mir mehr über Techix. Es ist die größte Stadt auf Volt. Heimat für Hunderte meines Volkes. Wir stellen her, wir handeln und wir versuchen ein gutes Leben zu führen, trotz der Präsenz der Cat. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Und es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre. Was ist mit Aya? Schwefelhaltige Luft. Nichts für mich. Sie nennen sich Stadtwalterin. Was ist das? Bürgermeister? Techix ist in meiner Obhut. Ich gewährleiste sein Funktionieren und die Sicherheit seiner Einwohner. Commander Dusil und der Widerstand bekämpfen die Cat mit ihren Waffen, mit ihren Fäusten. Ich und die anderen hier kämpfen, indem wir nicht kapitulieren. Wir leben dem Feind zum Trotz. Ich will Sie nicht länger stören. Sie stören überhaupt nicht. Möge Ihr Glück wachsen, Ryder. Sie sind der Pathfinder. Ja. Ist es wahr, was man sich erzählt? Können Sie mit den alten Maschinen reden? Sie meinen die Relikte? Ich bin für Sie keine Gefahr. Das war ich nie. Sagen Sie ihnen, dass sie mir nichts mehr tun sollen. Wieso sollten Ihnen die Relikte etwas antun? Ich suche bei den Säulen nach nützlichen Dingen. Nach guter Tech. Und bis jetzt hatten mich die Maschinen immer in Ruhe gelassen. Haben Sie sie verletzt oder einfach nur vertrieben? Sie haben mich gejagt und ich bin auf dem Eis ausgerutscht. Das haben Sie mir angetan. Sie sind falsch informiert. Ich kann nicht wirklich mit den Relikten reden. Und selbst wenn, glaube ich nicht, dass Sie auf mich hören würden. Wozu sind Sie dann gut? Danke für gar nichts. Dämliche Maschinen. Versauen mir das Geschäft. Ich habe gerade euren Planeten befreit, du kleiner Pisser. Ja, komm, noch eine Schnellreise. Komm, mach mal noch schnell. Dieser Planet kotzt mich nämlich langsam an. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Nein. Ich suche nur noch das letzte Schlachtfeld und dann sind wir endlich weg. Ja. Reliktstätte. Möglicherweise mit ein paar Lauerern.
Skala. Wir lassen unsere Gefallenen nur zurück, wenn es nicht anders geht. Ich orte ein angaranisches Datengerät, das ein niederfrequentes Leitsignal aussendet. Es wurde absichtlich zurückgelassen. Wir haben die Schlechter bis hierher verfolgt in dem Wissen, dass sie uns erwarten würden. Der Hinterhalt der Cat war keine Überraschung, aber unser Zorn war größer, als sie verkraften könnten. Wir haben über die Hälfte ihrer verbliebenen Soldaten getötet, bis der Anführer und seine Leibwache die Flucht antraten. Der Feind wird nicht weit kommen, dafür werden wir sorgen. Wir schulden es den Familien von Dar Hellast, meiner Freundin Maya und den treuen Streitern, die hier gefallen sind. Vielleicht wird niemand diese Nachricht finden, aber falls unsere Zelle das letzte Gefecht nicht überstehen sollte, dann muss jemand erfahren, was passiert ist und warum. Alle sollen sich an die Helden des Widerstands erinnern, die ihr Leben gaben, um diesen Kampf zu gewinnen. Laa Tavro, Noak Avdves und Stigan Yada. Wir werden ihre Namen auf unseren Lippen tragen und dafür sorgen, dass sie das letzte sind, was unser Feind hören wird. Sir. Ist an diesen Schlachtfeldern, die wir entdeckt haben, irgendetwas ungewöhnlich? Ich habe das Gefühl, wir haben etwas übersehen. Ich analysiere die geografische Verteilung, den Verwesungszustand der Leichen und die Informationen in den erfassten Daten. Einen Moment bitte. Die Widerstandskämpfer bewegen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Richtung, die ich auf ihrer Karte markiert habe. Falls sie Jagd auf Cat machen, könnten sie vermutlich Verstärkung brauchen. Echt jetzt? Muss das sein? Muss das wirklich sein? Jedes Mal? Jagt mich ständig über die ganze Karte. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Ich empfange Cat-Signale vor Ihnen, Pathfinder. Was auch immer hier passiert ist, wir haben es knapp verpasst. Oh. Ist der letzte? Das ist das letzte Datenpad. Am Ende haben die Cat gelernt, uns zu fürchten. Sie flohen wie eine Herde feiger Adi. Wir fielen über sie her wie hungrige Eirochs. Die Schlacht war kurz. Ich bin jetzt allein und blicke in den Himmel, während das Leben aus mir entweicht. Wäre Maya an unserer Seite gewesen, hätten wir nicht so viele auf dem Weg hierher verloren. Dann hätten wir überleben können. Ich kann nicht für meine gefallenen Kameraden sprechen, aber ich bereue nichts. Die unschuldigen Bewohner von Dar Hellast sind gerecht. Cat werden nie vergessen, welchen Preis sie dafür bezahlen mussten, dass sie unser Zuhause überfielen und unsere Lieben töteten. Ich muss jetzt gehen. Hoffentlich wird der Erfinder dieser Nachricht meine Sache weiterführen. Der Widerstand muss erfahren, was hier draußen passiert ist.
Ich übermittle sämtliche Daten, die wir auf diesen Schlachtfeldern gesammelt haben, an die Widerstandsbasis. Gut, verschwinden wir von hier. So, ich glaube, das Letzte, was ich jetzt wirklich noch zu tun habe, ist... Efra von Meteoron und Tempestos kontaktieren. Ach, Erinnerungsauslöser mit Sam, ja. Spender auf der Nexus finden, ja, ja. E-Mail von Cora lesen, ja. Welten zur Prüfung finden. Volt für Außenposten prüfen. Ah ja. Ja. Havarl. Ja. Da muss ich jetzt noch hin. Von E-Mail von Night warten. Ja. Filmabende. Nexus. Volt. Eroesk. Gewölbezugang erkunden. Ari Wieski ins Licht gebracht. Ich weiß, wir wollen doch einfach nur nach Hause. Aber so läuft das hier nicht. Ich will erst eine Siedlung hier. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ja, dann registrier mal. Zerstört. Okay, das war vorher nicht so. Ein da kommt noch mehr, Cat! Salarianer? Ein Turianer? Was macht ein Turianer hier? Der kleine Pisser. Was machen Turianer hier? Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Was machen Turianer hier? Hören Sie, ich weiß nicht, wie Rojack Sie dazu gebracht hat, uns zu helfen. Aber er hat Sie belogen. Astra, nicht! Ach, halt die Klappe! Rojack ist ein Schmuggler von Kedera, genau wie wir. Wir kamen hierher, als wir von den Cat-Angriffen auf die Dörfer hörten. Er will die antike Karte von Volt an den Meistbietenden verkaufen. Sie ist ein Vermögen wert. Von allen miesen Möglichkeiten ein paar Credits zu verdienen. Sie bestehlen meine Leute, nachdem sie alles verloren haben? Ich habe mich umentschieden. Oder etwa nicht. Okay, also. Wieso erzählen Sie mir das? Als ich hier ankam, als ich sah, was die Cat diesem Ort angetan haben,
Diese Leute müssen schon genug durchmachen. Auch ohne, dass ihnen Plünderer das wenige stehlen, das ihnen noch geblieben ist. Ich will, dass sie die Karte zum Widerstand bringen. Dort wird sie wenigstens einem guten Zweck dienen. Und was ist mit Rojack? Er ist kein übler Kerl, sondern hat einfach manchmal dumme Ideen. Wenn wir ihm von diesem Ort erzählen, wird er es verstehen. Gehen Sie also nicht zu hart mit ihm ins Gericht, okay? Bringen Sie dem Widerstand einfach die Karte. Er hat mich belogen und diese Sache dadurch zu etwas Persönlichem gemacht. Wir werden also eine kleine Unterhaltung führen. Mhm. Naja, ein Versuch war es wert. Auf jeden Fall danke ich Ihnen. Also wieder zurück nach ihr. Schnarch. Ich will doch nur diesen Planeten besiedeln. Mehr will ich doch gar nicht. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Okay, Moment mal, ich habe hier noch was für dich. Ich habe die Vernichtung der Kit auf Volt in meinen Aufzeichnungen festgehalten, damit wir uns daran erinnern. Steht mein Name auch fett dabei? Haben Sie in den Datenbanken der Kit irgendetwas von Interesse gefunden? Irgendetwas über den Beginn Ihrer Invasion? Das hier könnte Sie vielleicht interessieren. Das kann nicht stimmen. Es besagt, einige Angara hätten den Kit freiwillig Informationen gegeben. Yep. Sie haben ihr eigenes Volk verraten. Yep. Wahrscheinlich haben sie die Kit zu anderen Angara geführt. Die Kit hätten auch ohne Hilfe weitere Angara gefunden. Letzten Endes war es unvermeidlich. Das ist nicht unbedingt beruhigend, Ryder. Außerdem werden wir nie mit Sicherheit wissen, welche Folgen ihr Handeln hatte. Das kann ich nicht in unsere Chroniken aufnehmen, Ryder. So darf man sich nicht an uns erinnern. Aber es wäre ehrlich. Der Kampf gegen die Kit wird noch jahrelang andauern. Wir brauchen Hoffnung. Keine erschütternden Wahrheiten. Nein, die Wahrheit ist wichtiger. Sie können nicht so tun, als wäre das alles nie passiert. Oder einfach irgendeine andere Geschichte erfinden. Aber genau das sind Chroniken doch, Pathfinder. Tatsachen und Mutmaßungen, die zu einer Geschichte verschmelzen. Und was bringt es Ihrem Volk, wenn Sie so tun, als wären die Angara perfekt? Ich dachte, es würde die Moral aufrechterhalten. Aber vielleicht haben Sie recht. Vielleicht müssen wir uns unserer Schwächen bewusst werden. Danke, Ryder. Sie haben mir einiges zum Nachdenken gegeben. Und jetzt muss ich mich an die Arbeit machen. So. Was ist denn mein Freund der Turianer? Ich habe gerade also nur meinen eigenen Kram gekümmert und die frische Luft genossen. Brauchen Sie was für die Reise? Na klar. Erinnern Sie sich noch an das letzte Mal? Oh, mein Rücken. Nachricht vom Widerstand. Eska, wegen des grauenhaften Angriffs auf Eroisk, weil sich alle Darführer an, sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vorzubereiten. Bitte lassen Sie Marif wissen, dass er die Überlebenden zu seiner obersten Priorität machen soll. Sie haben ihr Zuhause verloren, ihre Familien. Das Mindeste, was wir tun können, ist ihnen einen sicheren Zufluchtsort zu bieten. Ich schicke von Aya eine Vorratsspende, um ihre zusätzlichen Kosten auszugleichen. Danke für ihre gute... und Kooperation, Güte wahrscheinlich. Commander Anik Stuxel. Geht es dir gut? Ich habe heute Nacht geträumt, dass die Kit mich weggenommen haben. Es ist jede Nacht dasselbe, seit du weg bist. Albträume sind alles, was mein Verstand mir geben kann. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Selbst in einem Paradies wie Aya kann ich vor Sorge um dich nachts nicht schlafen. Ich weiß, du wolltest bleiben und deine Arbeit abschließen, aber ist das die Gefahr wirklich wert? Du kannst hier bei mir arbeiten. Bitte komm einfach zu mir zurück. Pavoa, Mama. Nishir sagt, ich soll dich nicht belästigen, aber ich schicke dir eine heimliche Nachricht, damit du mich nicht vergisst. Ist es bei euch sehr kalt? Ich bin froh, dass es hier in der Stadt warm ist. Hast du mein Bild bekommen?
Nishir sagt, du beschützt die Leute in Techix, also habe ich dich als Heldin mit einem Umhang aus Sternen gemalt. Ich vermisse dich so. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Bring mir was mit. Ich hab dich lieb. Oh, süß. Gewöhn dich dran. Das gehört zum Job. Wo ist der Arsch? Ah, da hinten versteckt er sich, der kleine Pisser. Hallo, mein Freund. Da sind sie ja. Wo sind meine Kollegen? Haben sie die Karte? Sie meinen die Karte, die sie auf Kedera verkaufen wollten? Woher? Astra. Hat sie etwa schon wieder ein Gewissen entwickelt? Das Mädchen ist einfach nicht für diese Arbeit gemacht. Es ändert vermutlich nichts, aber ich habe mit diesen Leuten gesprochen. Sie haben es schwerer, als ich dachte. Nein, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die Sache wirklich durchgezogen hätte. Aber gut, tun Sie, was Sie tun müssen. Er wollte Ihr Volk bestehlen, Jor. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Melden Sie sich beim Widerstand. Wenn Sie schon plündern wollen, werden Sie es für Ihr Volk tun. Ernsthaft? Was er getan hat, war schrecklich. Aber er ist mit seinem Schiff an den Cat vorbeigekommen und das erfordern können. Es wird Zeit, es zu nutzen. Ich nehme an, ich habe in dieser Sache kein Mitspracherecht, oder? Na schön. Ich werde es tun. Bei den Sternen. Hätte ich sie doch nur nicht um Hilfe gebeten. Das erinnert mich gerade tatsächlich an den einen, an die Geschichte, die ich mal gehört habe, von einem Hacker. Der, glaube ich, Microsoft gehackt hat. Und dann die Wahl hatte. Also entweder mein Freund. Du... Ach so, ist da oben drauf. Nein, da nicht. Du gehst in den Knast. Oder du arbeitest für uns. Er hat sich damals tatsächlich dafür entschieden, für Microsoft zu arbeiten. Wer hätte das gedacht? Halt. Wo ist denn der Gewölbezugang? Will ich es wirklich wissen? Ja. Ja. Warum auch nicht, ne? Ich kann doch jetzt. Ja. Das ist schön, du kannst nur eine Laufverstärkung nehmen. Das finde ich gut. Ja, komm, das Gewölbe nehmen wir jetzt auch noch mit. Nicht allzu weit sehen weg Sie sein. Sich das an. Die Relikte haben da drüben ihr Gebiet abgesteckt.
Es gibt hier ein Gerät der Cat Pathfinder. Scheinen Reliktdaten zu extrahieren und sie an einen bestimmten Ort zu übermitteln. Können wir das Signal verfolgen? Es ist stark verschlüsselt. Mit weiteren Informationen könnte ich es allerdings möglicherweise hacken. Natürlich. Eine weitere Mission, wer hätte das gedacht? Ich hätte eigentlich selber darauf kommen können, wo der Relikteingang ist. Man ist ja nicht gerade unauffällig, dass sich die Strahlen da treffen. Ja, meine Freunde, was sonst? Okay. Auf ein neues.